und herzlich willkommen zu einem neuen Lettering mit Obacht-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's auch endlich los mit dem heiß ersehnten Thema, auch mit meinem Lieblingsthema beim Handlettering, nämlich dem Brush-Lettering. Das heißt, das Schreiben mit einem Pinsel oder mit einem Pinselstift, einem Brush-Pen. Und bevor wir da weitermachen mit den Übungen und mit den Techniken, geht's natürlich erstmal um die Materialien, denn das ist der Bereich beim Handlettering, bei dem ihr bestimmte Materialien braucht. Im Gegensatz zu dem normalen Handlettering, bei dem ihr ja sofort loslegen konntet mit den Stiften, die ihr zu Hause hattet. Und ja, deswegen gibt es von mir heute einen kleinen Überblick über das Material und welche Stifte ich so besitze. Und wir fangen erstmal mit dem ganz typischen an beim Brush Lettering, nämlich mit dem ganz normalen Pinsel. Ich habe Pinsel in verschiedenen Pinselstärken natürlich, die kann ich euch gerne auch nochmal hier aufschreiben und ich verlinke euch sowieso alles nochmal in der Infobox. Und mit denen bin ich ganz zufrieden, die wurden mir auch empfohlen von Leuten, die Brush Lettering schon länger machen und ich bin sehr zufrieden damit. Und dann braucht ihr natürlich noch Aquarellfarben, entweder so flüssige Farben wie hier von Ecoline. Auch ein Favorit von mir, diese Palette von Kuretake. Wie gesagt, ich verlinke euch alles von Amazon in der Infobox. Und damit könnt ihr dann auch schon loslegen. Natürlich haben unterschiedliche Pinselstärken unterschiedliche Effekte. Eine weitere Option beim Brush Lettering ist so ein Zwischending zwischen dem Pinsel und dem Pinselstift. Es ist nämlich ein Wassertankstift. Das heißt, der Pinsel hat einen Tank, den ihr mit Wasser befüllen könnt. Das heißt, ihr müsst die Farbe nicht extra mit Wasser anmischen und damit könnt ihr auch los Brush Lettern. Und hier habe ich einen Favorit, das ist dieser hier, damit komme ich irgendwie am besten zurecht. Achtet da beim Kauf darauf, dass die Spitze schön dünn ist, also dass jetzt nicht so ein riesen breiter Pinsel vorne ist, damit könnt ihr eher Sachen ausmalen oder bei Aquarellmalerei verwenden, aber zum Lettern ist natürlich immer optimal, wenn es vorne ein bisschen spitzer ist, damit ihr eben den Effekt habt von breiten und dünnen Linien. Bevor wir jetzt gleich zu den nächsten Pinselutensilien kommen, möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen zum Thema Papier. Und zwar ist das auch super wichtig bei Brush Lettering, wenn ihr mit den bisher gezeigten Pinseln Brush lettert, dann könnt ihr sehr gerne Aquarellpapier nehmen. Das könnt ihr einfach mal austesten, denn der Verlauf der Farben ist einfach unterschiedlich im Vergleich von Aquarellpapier zu glattem Papier. Dabei seid ihr offen, also ihr könnt hier gerne beides verwenden. Bevor wir jetzt aber zu den Brush Pens kommen, habe ich hier einen wichtigen Hinweis für euch. Ihr könnt eure Pinselstifte mit dem falschen Papier kaputt machen. Und das ist sehr ärgerlich, denn Brush Pens sind nicht gerade günstig. Und darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass das Papier schön weich ist, dass es eine ganz weiche Oberfläche hat. Das hilft euch auch gerade am Anfang mit dem Lettering, dass ihr ganz weich über das Papier gleitet und es schont eben eure Stifte, denn da könnt ihr wirklich eine Menge Geld verlieren. Also das wirklich beachten beim Brush-Lettern und euer Papier immer euren Brush-Material anpassen. Und jetzt geht's zu den Brush-Pens. Das sind ja fast die gängigsten Brush-Lettering-Utensilien und da gibt's so einige auf dem Markt und die gehen wir jetzt einfach mal nacheinander durch. Ich werde sehr oft von euch angeschrieben, welche Brush Pens ich für Anfänger empfehlen kann. Und da nenne ich euch immer zwei Marken. Und zwar ist das einmal Edding und einmal Tombow. Die beiden liefern sich so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich finde zum einen den Edding wirklich sehr, sehr geeignet, gerade für Anfänger. Der ist leicht in der Pinselführung. Man kann da wirklich sehr gut erlernen, den Druck richtig einzusetzen. Der Dual-Tip von Tombow ist auch ein grandioses Produkt, empfehle ich auch immer wieder weiter. Ich würde aber sagen, für ganz blutigen Anfänger ist es mit dem Edding ein kleines bisschen leichter. Der Tombow, da braucht man ein bisschen mehr Übung und dann ist er aber auch, wie gesagt, super. Also hier seht ihr auch mal die Unterschiede. Oben habe ich hier den Edding und unten den Tombow. Und es geht auch schon weiter mit dem nächsten Brush Pen und zwar von Faber-Castell. Das waren auch übrigens die ersten Brush Pens, die ich mir zugelegt habe. Irgendwie habe ich die einfach am leichtesten gefunden, vor Ort bei Idee und sonst so. Also Tombow war ganz, ganz schwer zu finden und Edding, ja, habe ich auch erst im Nachhinein irgendwie für mich entdeckt. Ich habe das Gefühl, dass diese Stifte nicht so viel vergeben. Das heißt, man sieht jeden kleinsten Krakel, jede kleinste Unsicherheit in der Hand. Und deswegen sind die in Ordnung für Fortgeschrittene, für Anfänger eher nicht. Vor einiger Zeit habe ich bei Repro Lütke in Hamburg
Folienstift für mich entdeckt. Den kannte ich jetzt durch das Internet und durch die Lettering-Gemeinde gar nicht so. Er hat mich aber sofort angesprochen und ich war sofort verliebt. In letzter Zeit bin ich nicht mehr ganz zufrieden damit. Ich glaube, ich habe ihn gekillt, weil ich ihn eben auf Aquarellpapier verwendet habe. Aber als ich ihn neu hatte, war das mein absoluter Lieblingsstift. Dieser Stift hebt sich zunächst einmal von seiner Größe von den anderen ab, also er ist ziemlich lang. Er wird auch wirklich für Kalligrafie eigentlich verwendet, für asiatische Schriften und so weiter. Ich habe das Lettering damit aber wirklich sehr genossen, als er irgendwie noch nicht so zerfleddert war. Und er hebt sich auch noch von den anderen ab, dadurch, dass er einen Tank hat, also einen ganz normalen Patronentrank. Ja, die könnt ihr dann ersetzen. Oder euch eben einen neuen kaufen, wenn ihr ihn geschrottet habt, auf zu festem, zu grobem Aquarellpapier. Die Brush Pens, die ich euch bisher gezeigt habe, haben eins gemeinsam. Sie sind richtige Pinselstifte. Das heißt, sie haben eine relativ große Pinselspitze und sind auch sehr weich und biegsam. Dann gibt es aber noch Produkte, die ich jetzt auch noch gar nicht so lange für mich entdeckt habe, von denen ich aber auch großer Fan bin. Ich weiß gar nicht, wie man die genau beschreibt. Das sind einfach Pinselstifte, also auch Brushpens, die eben eine ganz kurze Pinselspitze haben und auch eher hart und aus Kunststoff größtenteils, also keine Pinselfasern. Und mit denen schreibt es aber auch total super und ich liebe die. Die ersten, die ich entdeckt hatte, waren von Pentel. Und zwar der Pentel Touch und die habe ich auch in verschiedenen Farben. Hier jetzt mal für euch als Beispiel. Also ihr seht, damit kann man noch feiner schreiben, aber dadurch sieht man auch den Unterschied zwischen Auf- und Abstrichen extrem, eben von dünn schreiben und dick schreiben. Also grandios, genauso wie die Produkte von Tombow. Und da gibt es zwei verschiedene, und zwar nennen die sich Fudonosuke oder Fudonosuke, ich habe keine Ahnung, ich glaube Fudonosuke. Und die gibt es in zwei Ausführungen. Einer davon ist blau, einer ist schwarz und der eine ist eben weich, der blaue, und der andere ist hart. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Handhabung, das seht ihr aber vielleicht gleich, wenn ich das demonstriere. Also die Farbe bezieht sich jetzt hier nicht auf die Pinselfarbe, sondern einfach nur auf die Verpackung und da könnt ihr die Unterschiede sehen. Mag ich beide sehr gerne, aber ich mag mehr den blauen, also den weichen. Dann gibt es von Tombow noch einen, auch so einen Dual-Tip, also auch mit zwei Stiften in einem, welchen ich auch super finde, denn man hat einfach was dabei, um Schatten zu setzen. Also da gibt es schwarz und grau und man kann einfach in schwarz lettern und mit grau irgendwelche Schatten setzen. Finde ich grandios, die Idee, und liebe ich auch sehr. So, und ein letztes Produkt, das ich euch noch zeigen möchte, der für einen Bereich einen Vorteil hat. Es geht um die Ecoline Brush Pens. Die sind sehr viel größer, wie ihr seht, wie die anderen Produkte, die ich euch gezeigt habe. Und ich finde, die sind auch wirklich gut für Poster-Lettering oder wenn man wirklich groß schreibt. Die Pinselspitze ist ein bisschen zu weich, das heißt, die flutscht gerne mal weg und man sieht sofort Unreinheiten in der Handhabung. Ist auch eine Option, wollte ich euch zeigen, vielleicht eher für Fortgeschrittene oder für Leute, die einen Flipchart oder so belettern wollen. Vor allem ist er auch sehr stark nass und druckt auch gerne mal durch das Papier. Also im Kalender und so kann man das schon gar nicht verwenden. Und das war mein Überblick über die Pinsel und die Pinselstifte, die ich so besitze, die ich empfehlen kann und welche eher nicht. Wenn ihr andere Meinung habt oder der gleichen Meinung seid, egal, dann schreibt mir das gerne, gerne in die Kommentare. Weil ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein Vollprofi, sondern ich bin ja selber noch beim Erlernen und ich hole mir auch gerne Tipps von euch da draußen. Und wir sind ja so eine kleine Lettering-Community geworden, was ich richtig großartig finde. Deswegen lasst uns gerne in den Kommentaren austauschen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich alle Produkte, die ich gezeigt habe, verlinkt. Und ich suche auch nochmal die verschiedenen Papierstärken raus, die ich empfehlen kann für Brushpens. Mit diesen Materialtipps kann es also jetzt endlich losgehen mit dem Brush-Lettering. Ich freue mich da schon sehr drauf, vor allem auf den Austausch mit euch zusammen, und jetzt kann es richtig kreativ werden. Freut euch also auf die nächsten Videos. Falls ihr die letzten Handlettering mit Obacht Videos verpasst habt, dann schaut gerne hier mal vorbei. Und hier unten könnt ihr mich abonnieren und unten könnt ihr die Glocke aktivieren, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Feedback. Ich freue mich darüber. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.